Moin moin, servus und grüß Gott auf meinem Kanal, oder besser gesagt bonjour. Wir sind in Frankreich und wir wollen uns einen NATO-Bunker anschauen, der ca. 13 Hektar groß ist, seit 2007 schon lost. Viel Vandalismus halt, aber wir haben gehört, dass er auch gekauft worden ist. Ist jetzt die Frage, ob wir hier überhaupt reinkommen. Ich bin übrigens mit Felix und Jack hier. Felix war vor 3-4 Jahren war er schon mal hier. Ich fand das echt beeindruckend, wo die 60-70 Meter diese Treppe runtergegangen sind. Aber wir haben jetzt erstmal hier diesen Punkt, erstmal einen anderen Eingang. Und ja, wie gesagt, müssen erstmal gucken, ob der überhaupt auf hat und ob wir da reinkommen. Es wird auf jeden Fall spannend. So, Jack und ich erstmal den falschen Weg genommen. Felix hat auf jeden Fall schon ein Auto entdeckt, angemeldet. Geht auch ganz schön steil runter. Ja. Da vorne steht das Auto. Sehr merkwürdig. Kommt hier nicht vorbei, weil hier der Baum umgekippt ist. Sieht doch ziemlich frisch aus. Muss jetzt wohl erst passiert gewesen sein. Hä? Ist das denn Tür offen? Ja, und die Batterie ist auch noch voll. Die Lampe leuchtet da drin. Echt? Ja, klar. Der steht auch so komisch, das, ne? Das liegt auch... Da ist... Da, guck mal, hier vorne mit Panzerband schon alles. Da liegt auch noch eine Mütze. Da ist irgendwie ein Romy mit. Ja, guck mal. Was ist denn das? Da liegt eine Hose drin. Hier ist ein Zettel. Ja, ich wollte das gerade gleich mal übersetzen, was da steht. Das ist echt eine ganz... Guck mal, da steht was mit Jeanne de Marie. Alter. Das ist eine behinderte Frau, also eine Frau gewesen oder was? Die, auf jeden Fall hat die so ein Rollstuhl. Ja. Auf jeden Fall konnte sie nicht weiterfahren wegen dem Baum, ne? Und dann wolltest du rückwärts fahren hier. Hast du gerade kurz Zeit? Kannst du mir mal was übersetzen? Und da ist ein Behindertenausweis drin und so und da steht so ein, da hat jemand einen Zettel in die Windschutzscheibe gepackt mit irgendwas mit was heißt das? Gendarnier? Nee. Der hatte bestimmt Schwierigkeiten gehabt mit dem Wenden. Aber darf man hier überhaupt lang fahren? Nee, aber vielleicht Nein. Ist die hier reingefahren und hat gedacht, scheiße, ich kann nicht mehr drehen, was mache ich jetzt? Legt genau. Den Zettel rein. Wenn ihr das Auto findet, ruft die Polizei. Nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja. Und scheint ist dann zu Fuß weg wieder. Ja, das ist ja schon wieder crazy. Ganz anders. Also guckt euch das mal an, sonst würde der komplett so gerade stehen. Aber der steht so, ob die jetzt rückwärts fahren wollte. Ja, aber wieso ist denn die Hose da? Wieso liegt da denn so eine... Lass mich halt auch noch dazu passen, wenn das eine behinderte Person ist, eine alte. Guck mal. Nicht, das sieht ja so fast schon eingekackt aus. Ja. Vielleicht spaziert die ja noch rum. Ja, das weiß man ja nicht. Kann man ja viele Theorien aufstellen. Aber was machen wir denn jetzt? Hä? Ich warte gerade mal drauf, was die Übersetzung sagt. Okay. Felix hat eine Freundin gerade angerufen und die wird das jetzt mal übersetzen. Ja? Ja, die kann Französisch. Also keine Polizeiwache, aber keine Polizei. Aber ich kann die Schrift einfach nicht lesen. Darum macht halt gar keinen Sinn. AFC, keine Ahnung, was er möchte. Vielleicht will er einfach nur sagen, dass man keine Polizei rufen soll. Könnte ich mir vorstellen. Stimmt, das ist kein V da oben, das ist ein N. No Polizei. Ach, no ja, Polizei. Das kann sein. Boah, warum das denn? Achso, vielleicht hat sie Angst wegen Strafe hier oder was? Dass sie hier überhaupt reingefahren ist und so? Hier gibt es bestimmt eine Strafe drauf. Okay. Und der Schlüssel steckt ja auch nicht. Ja. Hat er vielleicht alles mitgenommen. Und so vom Dings her, das muss hier ein, zwei Tage sein. Ja. Das sieht noch relativ frisch aus hier. Ja. En bas, oui. Là-bas, il y a une auto. Ein Auto. Hier auf dem Weg. Ah bon? Eine Maschine, ha? Ein Auto. Okay. Also hier sieht man auf jeden Fall ein Verbotsschild. Ja, Autos dürfen hier nicht lang fahren. Und hier warst du damals auch, ne? Ja, das Ding ist... Das ist verkauft, ne? Scheint ja jetzt wieder, scheint auf jeden Fall gerade jemand drauf zu sein. Oh, schade. Aber vielleicht können wir den ja anquatschen. Ja, das ist ja natürlich super. Damals war das auch irgendwie viel krasser zugewachsen. Diese ganze Einfahrt war komplett zu. Da konnte gar kein Auto durch damals. Okay. Der kauft so eine Anlage, ne? Weil da stehen mehrere Autos. Ja, ja. Ach, guck mal, jetzt sogar noch mit dem Telefon. Tatsächlich. Da kannst du ja vorne noch mal anrufen, fragen, ob wir reinkommen. Yo, you speak Germany, Bunker, Eingang, let's Urbex. Code 990. No? Ah, schade.
Ey, schade, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen hier, sag mal. Oh, okay, die haben auf jeden Fall Hunde. Die haben aber lang gebraucht. Oh, oh, ui, 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 ui. Ja. Hm, okay, aber jetzt nicht so. Aber ja. Englisch? Yes. Oder auch German? Oh, no, no German. Englisch. We saw this place on Google. Yeah. It's a Bonko or something. Yes, X or X. Yeah. I know. From Germany. Just for this one? No. Just for this place? Yes. No, no, no. You've got here. Other place to see? Yeah, we're traveling around. Okay, that's great. Because we know it was a nice place for urbex. But now we must refuse people inside. Because we've got the French insurance. Okay. It's for the whole building. And if something happens, it's... it's okay. Our fault. Ja, die nette Frau am Tor eben hat uns dann erklärt, dass die das Grundstück gekauft haben, dass wir da nicht fotografieren dürfen und filmen. Möchten die nicht, aber wir haben jetzt so erfahren, dass sie es so ausbauen wollen, dass man das später besichtigen kann. Aber vielleicht wird das 2-3 Jahre dauern, keine Ahnung. Und wir haben ihr auf jeden Fall den Zettel noch ihm gezeigt, was da vorne da im Auto gelegen hat. Bin auch ein bisschen aus der Puste, hier schon ein bisschen bergauf, weil die hat uns noch einen Punkt gesagt, wo wir vielleicht auch noch rein können. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, dass no Polizei, Hilfe ist unterwegs. Also brauchen wir uns da jetzt auch nicht mehr drum kümmern. Jetzt geht es erstmal hier den Berg hinauf. Schon meine Jacke ausgezogen, weil das so warm ist. Man nimmt ja mal ein bisschen warme Klamotten mit, weil wenn man in den Bunker rein krabbelt, dann ist es wieder ein bisschen kalt. Oh, kann man meine Mütze abnehmen. Puh. Ist ja meistens so, wenn man auf Tour fährt, ein Tag ist immer dabei, der so ein Flop-Tag ist. Also das mit dem Militärgelände, mit den Fahrzeugen, das war schon ein bisschen schade. Jetzt hier auch. Mal gucken, ob wir da auch gleich Bunker rein können. Auf jeden Fall diese Bunkeranlage, diese NATO-Bunkeranlage, die ist mega groß. Die geht direkt hier um die Stadt umrum. Also es gibt mehrere Punkte. Ein Tor. Hier ist auch noch ein Bunker. Ist das ein Radar oder was ist das? Ja genau, das hat sie doch gesagt, an dem Radar links vorbei. Ach so. So ein bisschen runter und dann kommen wir zu dem Vor. Ah. Genau, gehen wir auch mal rein. Hier sieht man auf jeden Fall noch eine schöne Bunkertür. Boah, auch mal reinquetschen. Ja, hier sieht man die Schießscharten. Gut, hier geht es wirklich nicht weiter. Aber ist auch schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier in der Nähe bestimmt wieder was finden werden. So, ein bisschen durchquetschen, aber geht schon. Ich denke mal, da wird so ein Radar drin sein, was sich so dreht. So. Sehr interessant, habe ich auch noch nie gesehen. So. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. Ein richtig fetter Eisenzaun, ne? Richtig gut geschützt. Wahnsinn. Da vorne sieht man schon was. Ein Blechtor. Da ist doch wieder so ein Bunker. Da sind auch wieder lauter Schießscharten, ne? Ja, aber das ist mal ein Riesenvieh. Boah. Alter. Da oben ist sogar noch ein Schornstein. Aber hier warst du auch noch nicht, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Aber gute Tarnung, ne? Selbst wir sehen das gar nicht so vom Weiten. Hätte man jetzt gar nicht vermutet, dass hier was ist. Felix hat auf jeden Fall schon was gefunden hier. Da soll es schön tief runtergehen. Oh. Hier sind ein paar Knöpfe zum An- und Ausschalten, irgendwie für die Wasserpumpe, glaube ich. Sieht ja aus wie so ein Wasserschacht. Oh, hier guck mal die Toiletten, hier waren Toiletten. Guck dir mal die Spülkästen an. Diese alten Dinger von damals. Oh, ein gut verrostete Dinger. Oh, das könnte eine Küche gewesen sein. Oh, wie kalt das hier drin ist. Oh. Gerade in die Jacke ausgezogen. Alter Schwede. Boah. Guckt euch das an. Der geht da noch bestimmt 2 Kilometer weiter. Hier ist noch so eine Tafel. Da steht Norms drauf.
Travos. Travos, glaube ich, steht da oben drauf. Ich glaube hier, das war bestimmt die Lüftung. Oh, hier. Boah, aber richtig gut gesichert hier, wa? Kann man da mal reingucken? Oh, da geht's der Treppe. Da geht's der Treppe rauf. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht auf. Auf jeden Fall sehr spannend. Bin mal gespannt, ob wir noch weiter tiefer kommen. Oh, hier ist noch ein Brett. Hier hängen Schlüssel dran. Hauptgebäude oder irgendwie sowas. Und hier, ich glaube, hier waren Landkarten. Oder irgendwas Wichtiges. Aber leider schon alles so, seht ihr ja selber, verschimmelt. Hier ist sogar noch der Schutz extra gewesen damals, wo die Landkarten drin waren. Boah, hier liegt alles voll mit Dokumenten. Oben hängt ein Stofftier. Mann, aber ich glaube, Felix hat schon was gefunden. Ah, da ist eine Bunkertür. Hier, guck mal, hier könnte auch wieder so eine Information gewesen sein, oder? Vielleicht wieder so ein Sicherheitscheck. Kennt man leider nichts mehr, hier steht nichts. Stefan! Ja? Sam? Hä? Oh mein Gott! Hier geht's ja runter. Wo bist du denn? Hier, ein weiter. Ein weiter, ach so. Oh, was? Ja, hier ist unter, hier steht's unter Wasser so halt. Echt? Ja, voll geil. Alter, das ist ja crazy. Geil, oder? Ja, das ist richtig geil. Ich sag dir, da hinten geht's noch weiter runter. Echt? Ja. Boah, bin ich mal gespannt. Oh. Ich zieh dir die Gummistiefel an. Und ich habe meine Warthose wieder vergessen. Rein. Ich habe mein Schlauchboot mit. Nein, war Scherz. Mit dem Außenborder hier. Boah, wie so ein Stollen. Alter. Crazy, oder? Nochmal weiter runter. Aber komplett. So weit kann man gar nicht gucken. Also hier ist noch ein bisschen Wasser. Aber es wird. Oh, jetzt geht's abwärts, wa? Da ist Schluss. Da kannst du nur noch tauchen. Ach du Schande. Hä? Das geht in der gleichen Steigung weiter runter. Ich dachte, hier ist flacher Boden, aber das ist Wasser. Okay. Das geht genau weiter, da kannst du, da musst du tauchen. Hast du Tauchschein gemacht? Nee. Guck dir das mal an. Guck mal her. Ach, das ist Wasser. Ach, das ist Wasser. Ja. Oh, ja. Oh, Alter. Hier bist du schon bis zum Knie weg. Oh ja, Tatsache. Das sieht man gar nicht so, ne? Das nee. Da kannst du nur noch weiter tauchen. Da kannst du nicht mal mit dem Boot durch, weil da hinten ist ja die Decke oben, ja. Die begrenzt das ja. Ja. Das Wasser ist so schräg hoch. Das Wasser ist schräg hoch. Genau, der Gang geht genauso weiter runter, wie wir gelaufen sind. Genau, der geht noch weiter runter. Ja, das heißt, selbst wenn du da jetzt die Hose ausziehen würdest und weitergehst, dann kommst du vielleicht bis da. Ja. Aber selbst wenn du da schwimmen würdest, kommst dann müsstest mehr. Du da hinten tauchen. Genau, weil das Wasser ganz hinten oben schon an der Decke steht. Ja. Oh, wir müssen hier nochmal her, wir müssen einen Tauchlehrgang machen. Taucherschein machen und dann nochmal herkommen hier. Oder mit einer Tauchdrohne. Oder mit einer Tauchdrohne, das ist ja auch geil. Kannst ja eh noch mit Tauchdrohne oder auspumpen. Müssen wir mal die Feuerwehr anrufen. Aber du weißt ja nicht, wer weiß, wie weit das Alter geht. Ja. Und wenn da zum Beispiel Räume sind, wie drüben in den anderen Bunkern, ja. Dann gehst du ja runter. Ja. Und da drinnen ist ein Raum eventuell, der auch mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, du weißt, selbst wenn du hier anfängst zu pumpen, hast du da vielleicht hinten so einen Tank, der nie leer gehen wird. Ja. Ja, das werden wir, glaube ich, nie erfahren, was da hinten ist. Tja. Gut, aber wir haben da hinten ja noch ein bisschen was. Ja, aber ich glaube, das wäre spannend gewesen leider. Ja, das wäre richtig spannend gewesen. Hast du das gesehen? Guck mal, was die da für ein Dings haben zum das Festmachen. Das doppelt und dreifach. Ja. Das müssen wir draußen mal googeln. Das scheint irgendwas Interessantes zu sein. Also ich lese da Kaffee. Keine Ahnung. Genau, das können wir mal machen. Das weiß ich nicht mehr, was das heißt hier. Ich glaube, hier sind überall solche Gefechtsposten. Noch richtig hoch hier. Ah ja, Tatsache. Ja. Guck mal, hier ist auch schon einer runtergerutscht. Hier sind auf jeden Fall Schießscharten. Hier ist wieder so ein Ausgang. Boah, guckt euch das mal an, wie die das festgemacht haben. Boah. Hier hast du noch was zum Auf- und Zuschieben. Kannst du noch nach draußen gucken. Boah, das ist aber schon so mittlerweile so festgegammelt, so festgerostet.
Oh, was ist das denn? Hä? Da muss ich mal raufklettern. Oder was ist das für ein Ding? Hä? Was ist das denn? Da bin ich überfragt, was das ist. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich dachte erst, das wäre ein Ausgang, aber hier ist irgendwie was... Keine Ahnung. Irgendwas, was du hier hochschieben kannst. Das ist ein Notausgang, glaube ich. Das ist ein... Nee, kommst du nicht raus. Das ist... Hier steht irgendwas. Das kannst du hin und her bewegen. Vielleicht war das ein Notausgang. Oh, das ist aber schon so fest gerostet. Nee, das ist einfach nur so eine Kuppel und da ist ein Fenster. Okay. Oder auch eine Schießscharte. Ich denke mal auch so ein Beobachtungsposten. Ja. Vielleicht war ja so eine MG hier oder irgendwie sowas drauf. Ja, da steht ja überall in Observation. Ja. Aber das ist jetzt schon cool, oder? Mega cool. Hätte ich niemals gedacht. Ja. Aber da steht das auch wieder drauf. Coffrey oder weiß ich auch nicht. Das muss irgendwas Spezielles gewesen sein. Sortie, könnte das vielleicht Ausgang heißen? Ich meine tatsächlich, das heißt sowas wie, Ausgang. Doch, ja, Ausgang oder Notausgang? Oder sowas. Schleuse, glaube ich. Ausgang, ganz normal Ausgang. Ah. Das ist auch mein erster Bunker, den ich in Frankreich besuche. Das erste Mal. Und hier geht ja noch die Treppe runter. Mal gucken, was da noch ist. Ich glaube, hier standen noch mehr Öltanks. Das riecht so danach. Oh, was steht hier denn? Atelier, kann ich noch lesen? Amorie 25. War hier mal ein Waffenlager? Guck mal, hier ist noch so eine schöne alte Holzkiste. Was steht denn da drauf? Typ A1, 32A. Weiß das jemand, was das ist? Vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ach, was ich dann hier glaube? Ich glaube, das waren hier einfach Munitionslager. Guck mal, hier steht schon wieder eine Kiste. Auch wieder das Gleiche. Das ist genau Verpackungsmaterial. Also hier, das sind Telefonnummern. Hier steht auch TEL. Hier war ein Telefon. Ja. Da kannst du mal nochmal Öl anfordern. Ja, hier für Ambulanz, Chef der Security und sonst was. Boah, was ist das für ein Gefühl, wenn man so 30, 40 Meter, 50 Meter unter der Erde ist und du kriegst von oben nichts mehr mit. Hier auch wieder eine Munitionskiste. 1 Katas Plans. Steht da. Inventar. Was da drin ist. Aber das kannst du alles nicht übersetzen. Klasseur, Plans. Keine Ahnung, was das heißt. Boah, was ist hier? Boah, alles voll mit Dokumenten. Ach, hier guck mal, Zeitschriften. Journal, offiziell. Von 1955. 55? Ja. Boah, Hammer, wa? Alles voll damit. Tatsächlich Zeitschriften, oder? Die haben wahrscheinlich auch neue, ihre eigenen Zeitschriften gedruckt und Bücher, oder was? Alles in diesen alten Munitionskisten, ne? Ja. Boah. Oh, hier. Da ist von 48 was. Dezember 48. 62. Sogar richtig mit so einem Bach noch, ne? Ja. Das hat hier zugeschrieben. Ja. Findet man echt auch noch spannende Sachen. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hier ist Schluss. Hier steht ein Ofen. Hier war die Heizung. So. Boah, das sieht böse aus. Guck mal, wie der guckt. Der macht aber grimmiges Gesicht, oder?
Weil dass sie das hier so schön gemacht haben mit dem Treppengeländer. Dann machen wir das Wort im Kopf, was da oben stand, was da ausgestellt wird. Auf jeden Fall sehr spannend. Das Ganze hier geht's wieder raus. Und gucken wir mal, ob wir vielleicht noch was finden. Irgendwie auch wieder beruhigend, so draußen zu sein, ne? Frische Luft. Was für ein Zufall. Wir haben sogar gerade noch welche hier getroffen. Und der hatte gesagt, dass er sogar vor 30 Jahren hier mal stationiert war für eine Woche mit 100 Mann. Und der hatte gesagt, dass Kofri, sowas wie Safe, vielleicht könnte das eine Sicherheitszone sein. Vielleicht war da auch die Kommandozentrale, wo wir jetzt leider nicht hinkommen. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen weiter in den Wald noch rein. Und da soll der so ein, noch ein Notausgang sein, ne? Da ist der Notausgang von einem Riesenbunker. Von dem Riesenbunker, da wo du drin warst. Mhm. Genau, da hoffen wir, dass wir da auch noch reinkommen. Das wäre cool. Ah! Ah. Hier, yes, yes, yes. Ja. Yeah. Nice. Yeah, pretty cool. Please don't go there. That's where the. Just kidding. It's closed. It's closed. Yeah. Yeah. We go this way and over this field to our cars. Yeah. Thank you. Yeah. Bye. Wobei der Mann, der versteht das glaube ich nicht so ganz alles. Die Frau ist cool drauf. Der Mann, er sagte nur, I have a big gun. Das waren übrigens die, die wir unten schon beim Tor gesehen haben, also die das gehört. Die Frau sagte, wir dürfen übers Feld zurück, oder? Ja, hat sie gesagt, ja. Dann dürfen wir hier lang, hat sie uns damit die Erlaubnis gegeben. Ja. Das ist ja krass, diese Dinger hier. Kommen Sie rein. Jo, danke schön. Sicherheitszone. Dankeschön. Herzlich willkommen im Jurassic Park. Hört ihr ihn schon brummen? Der hat Hunger. Wenn, dann soll er Felix fressen. Das ist noch junger Hüpfer. Der ist noch, da ist noch Fleisch dran. Sieht aber echt so aus, ne? Wenn man so denkt, wenn man hier so nachts lang geht. So echt so Jurassic Park-mäßig. Ja. Das ist es, glaube ich. Was, so ein Riesenteil nur für so einen Bunkereingang? Oh. Da seid ihr runter? Dann haben die das zugemacht. Ja, sieht so aus. Aber warte mal, ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass... Aber was soll das denn sein? Warum liegen hier so viele Steine? Das ist auch ein Zugang, glaube ich. Da geht eine Treppe, glaube ich, auch noch runter. Das haben die alles zugemacht. Ach so. Also aber richtig gut mal, zugemacht, hä? Ja. Dann ging es da weiter und dann bist du in einem riesigen Treppenhaus. Krass. Mit einer 70 Meter tiefen Stahltreppe. Boah, schade. Die komplett verrostet ist. Ja, schade. Also, sie hat doch gesagt, wir dürfen hier lang, oder nicht? Ja. Alter, oh, ich hab mich voll erschrocken, ey. Oh, da kommt noch einer. Oh, der Macker kommt. Ja? Ja. In your, in our property. Sorry, He said you no way. It's not my problem. You can before enter in our property, you can take the field and go to your car, not in my property. I think it was a mistake. So if you were there, no mistake. You are open no. The door. Yeah. It's closed. We will show you. Okay. Okay. You're not funny if you say you have a big gun. We don't find in your property. You cannot go inside. No, we don't want to go inside. Es war nur ein ganzes Missverständnis. Ja, wir sind aus dem Wald raus. Also da habe ich echt gerade einen Schrecken gekriegt, wo der Hund ankam. Es war alles nur ein Missverständnis, weil Felix halt verstanden hat, dass wir da durchgehen dürfen, weil wir ja zu den Autos wollten, dass es so eine Abkürzung ist. Und ja, ihr habt es gerade gehört, es war halt wirklich ein Missverständnis. Er musste halt mal eben Dampf ablassen. Und oh, ich hatte echt Schiss gehabt. Der Hund kam da auf einmal angelaufen und er kam da auch ein bisschen schneller auf uns zugelaufen. Und wir sollen auf jeden Fall die Message da lassen, dass es halt jetzt verkauft ist. Der Schacht ist auch zu. Irgendwie zwei andere Schächte sind auch noch zugekippt. Also ihr braucht da nicht herfahren, auch nicht hier rauf. Ihr seht, die fahren hier auch rum.
Und die waren auf jeden Fall super nett. Man kann mit denen reden, die haben eine Facebook-Seite. Ich werde es unten nochmal in der Videobeschreibung packen. Irgendwann kann man das auch offiziell besichtigen. Wir werden da bestimmt auch nochmal hinfahren. Wäre bestimmt sehr interessant, das Ding nochmal zu sehen. Und es geht auf jeden Fall noch weiter. Jetzt auf Overnight noch mehr Lost Place. Und der letzte Urbex muss mal eben zeigen, was er hier drauf hat. Guck mal, hier die beiden Opis da hinter mir. Auf jeden Fall schaut auch bei denen vorbei. Gebt einen Daumen hoch, schreibt Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Abschalten.